Ich bin Ulf, Yogalehrer, Herzchirurg, vor allen Dingen aber Mensch. Herzchirurg war ausgedacht und nehme dich wieder mit in die Tiefen meines Yogalehrer-Handbuches. Lese dir einige wenige Zeilen vor zum Thema Gesundheit. Physische Gesundheit und geistige Gesundheit. Es besteht eine enge Verbindung zwischen Geist und Körper. Was du im Geist hast, schlägt sich im Körper nieder. Jede Missstimmung oder Bitterkeit einem Menschen gegenüber beeinflusst den Körper direkt und ruft eine physische Erkrankung hervor. Heftige Leidenschaft, Hass, lang andauernde, bittere Eifersucht, nagende Angst oder Wutanfälle zerstören tatsächlich die Zellen des Körpers und führen zu Erkrankungen von Herz, Leber, Nieren, Milz und Magen. Sorge hat neue tödliche Krankheiten hervorgerufen wie Blutdruck, Herzbeschwerden, Nervenzusammenbrüche und so weiter. Gut der negativen Dinge, was können wir jetzt tun? Die Beseitigung von Hass durch Liebe, Dienen, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Sympathie und Mitgefühl. Die Beseitigung von Habsucht durch selbstloses Dienen, Akte der Großzügigkeit und Nächstenliebe, Beseitigung von Stolz durch Demut, das wird dir sehr dabei helfen, eine gute geistige Gesundheit zu erlangen. Ja, manche Worte scheinen ziemlich hochgegriffen, aber auch nur, weil wir uns vielleicht sehr lange, ich sag vielleicht, sehr lange mit diesen Begrifflichkeiten und das, was damit verbunden ist, Nächstenliebe, ja, selbstloses Dienen, Demut, nicht oder wenig beschäftigt haben. Und ich finde, das ist auch ein ganz schöner Ausblick in der Richtung, dass Yoga eben viel, viel mehr ist, als irgendwelche körperlichen Zirkusnummern zu machen und sich zu verbiegen und zu recken. Es hat alles seine Berechtigung. Es ist ein relativ umfängliches System. Bis zum nächsten Mal.